Ich stehe auf Animes, ihr steht auf Animes, das nehme ich jetzt einfach mal an, weil ihr auf das Video geklickt habt. Und klar, es gibt auch hier bei uns genügend Anime-MMOs, die Spaß machen. Aber wie das logischerweise nun mal so ist, gibt's in Asien einfach wesentlich mehr davon. Das geht so weit, dass einige Anime-MMOs eigene Anime-Serien bekommen, zum Beispiel Blade & Soul oder Ragnarök Online. Aber es muss ja nicht immer gleich eine Serie sein, oft reicht auch ein einfacher Trailer, um das Weeaboo-Herz höher schlagen zu lassen. Und deshalb gibt's jetzt drei Anime-MMOs, die man allein schon wegen dem Anime-Trailer spielen möchte. Dass die Welt in naher Zukunft den Bach runtergeht, vermuten ja schon viele. Aber dass transdimensionale Monster, die die Menschheit ausrotten wollen, der Grund dafür sind, damit hätte wohl keiner gerechnet. In der Welt von Closers Online ist genau das passiert. Und ganz anime-like ist die einzig logische Konsequenz natürlich, dass man Teenager losschickt, um sich um das Problem zu kümmern. Closers Online hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist aber aufgrund der Anime-Optik ziemlich gut gealtert. Spielerisch erinnert Closers Online mit seinem arcadigen Prügel-Gameplay sehr stark an Elsword. Man prügelt sich in Sidescroll-Levels durch Gegnerhorden und setzt hier und da verheerende Spezialattacken ein. Mittlerweile stehen für den Prügelspaß 5 Helden zur Auswahl, die alle ihren eigenen Kampfstil mit sich bringen. Von Schwertern bis hin zu Pistolen und Fäusten ist bestimmt für jeden etwas dabei. Für Closers Online wurde ja schon vor circa 3 Jahren eine englischsprachige Website vorgestellt und natürlich dachten sich da viele schon, yes, bald ist es soweit. Aber wie das nun mal oft so bei koreanischen Games ist, gab es seitdem nicht mehr allzu viel Infos bezüglich eines westlichen Release. Dieser wurde einfach Jahr für Jahr aufgeschoben. Mittlerweile sagen die Entwickler aber, dass es 2017 soweit sein könnte. Die Website selbst ist ungefähr so gut gepflegt wie die alte Blade & Soul Website damals. APL Online ist das Erstlingswerk des koreanischen Entwicklers Engine Studios und wird von niemandem geringeren gepublished als Nexon. Der Publisher ist ja auch hierzulande tätig und hat zuletzt Spiele wie Tree of Xavier oder Riders of Icarus veröffentlicht. APL Online befindet sich seit Dezember letzten Jahres in der Open Beta und in dem Game steuert man einen Schüler der Zauberschule APL, dessen Fähigkeiten allesamt auf verschiedenen Tieren basieren. So besitzt etwa die Fighter-Klasse die Kräfte eines Leoparden, der Engineer die Geschicktheit eines Eichhörnchens und der Magier aus unerfindlichen Gründen die Power eines Hasen. Keine Ahnung, warum gerade Hase, vielleicht wegen dem Kaninchen aus dem Hut zaubern. Aber neben der Story, die so auch gut aus einem Anime stammen könnte, warte, was? APL Online bekommt tatsächlich einen eigenen Anime? Okay, jetzt wisst ihr es. Gibt's auch noch ein auf Karten basierendes Skillsystem, das den Spieler zum Experimentieren einladen soll. Da man sich erstens neue Karten craften kann und zweitens nur eine bestimmte Anzahl an Skills mit sich rumtragen kann. APL ist eines dieser typischen Dungeon Crawler, in dem man ein Verlies nach dem anderen cleart und somit nur begrenzt über eine, ich nenne es jetzt mal, Oberwelt verfügt. Man könnte APL jetzt natürlich vorwerfen, nur ein weiteres 0815 Dungeon Crawl MMO zu sein und das mag ja vielleicht auch zutreffen, aber mir persönlich gefällt der Anime-Look und diese Tierfähigkeiten finde ich auch ganz witzig.
Soulworker spielt sich im sogenannten Cloud Realm ab, einer verlassenen Stadt, in der nur noch Monster und Menschen mit besonderen Psi-Fähigkeiten leben. Und genau in die Rolle eines solchen Teenagers schlüpft der Spieler in Soulworker. Soulworker, das sind die Waffen, die jeder der zurzeit 5 spielbaren Charaktere trägt. Über Schwerter, Knarren, Gitarren und sogar Kettensägen ist alles dabei. Und ja, ihr habt's bestimmt schon bemerkt, in Soulworker wird man keinen eigenen Charakter im klassischen Sinne erstellen können, sondern muss sich einen der verfügbaren Helden aussuchen, welcher jeder seine eigene Storyline besitzt. Natürlich gibt's trotzdem genug kosmetische Items, damit nicht jeder im selben Outfit rumläuft. Das Spiel selbst ist ganz klar auf Action ausgelegt. Aus der Third-Person-Perspektive schnetzeln wir uns in hübscher Anime-Optik durch Horden von Gegnern und entfesseln dabei ein regelrechtes Effekt-Feuerwerk. Eine Open-World-Spielwelt gibt es keine, gekämpft wird stattdessen in Stages, in die wir uns entweder allein oder mit einer Gruppe wagen können. PvP ist zwar vorhanden, allerdings liegt der Fokus des Spiels laut Entwickler ganz klar auf dem PvE-Aspekt. Und zum Schluss habe ich noch eine gute und eine schlechte Neuigkeit für euch. Die gute: Soulworker wird definitiv im Westen erscheinen und es wird auch schon an der englischen Version gearbeitet. Die schlechte: der Publisher wird allem Anschein nach Gameforge sein. Aber naja, mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem darauf, ein paar Monster mit heißen Gitarrenriffs ins Jenseits zu schicken.